Und somit sage ich Hallo an alle. Vielen Dank, dass ihr angeschaut habt zu einem weiteren Part zu Yu-Gi-Oh! Kapseln und das Kolosseum. Im letzten Part haben wir Shadi besiegt, welches tatsächlich ein sehr interessantes Duell war. Obwohl wir uns am Anfang einen Fehler geleistet haben, haben wir ihn dann fertig gemacht. Aber heute, in diesem Part, werde ich nicht alleine sein. Ich habe mir einen guten Freund, um genau zu sein, meinen Bruder dazu geholt, namens Patrick, welcher im Video quasi jetzt im Part nebenbei, ich sag mal als Kommentator oder als Hilfe dabei sein wird. Und Patrick, du darfst doch gleich den nächsten Gegner aussuchen. Wir haben nämlich zur Auswahl Bakura, Marik, Ishizu und jemanden, den du vielleicht kennst. Ah, Seto Kaiba, der Name sagt mir was. Ja, er und ich haben eine Rechnung offen. Also das ist keine Rechnung, das ist eigentlich viel mehr als das. Deswegen fällt die Wahl direkt auf ihn, weil das ist was Persönliches. Also sollen wir gegen Kaiba reingehen? Okay. Ja. Das heißt, wir starten... Ich schulde ihm noch was. Wir starten unser Duell mit Kaiba. An die Zuschauer noch einmal kurz, es kann durchaus sein, dass ich ab und zu mitten im Video jetzt auch mit der Lautstärke von Patrick rum experimentiere, weil er das erste Mal eben dabei ist bei einem Video. Das heißt, es kann sein, dass ihr ihn jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen zu laut gehört habt, aber das werden wir noch ändern. Und ganz wichtig bei unseren Parts, Patrick, wir lassen den Gegner am Anfang mal schön ausreden, um zu sehen, was er uns zu sagen hat. Das heißt, Kaiba hat uns Folgendes mitzuteilen. Na, ich bin gespannt. Nothing can excite me unless it's a duel against you. It's you, Kaiba. I knew we would meet. How, you may ask? Because there's only one duelist in the world that can defeat you, and that's me. I will not let you have the title of King of Capsule Monsters. It's time to duel, Kaiba. Bring it on. Okay, das war ja schon mal eine Ansage. Hat dich das leicht getroffen eventuell, Patrick? Also ich sage einmal, Kaiba, um ihn zu zitieren, bring it on. You want it like that? You got it like that. Oh mein Gott, oh mein Gott. Weißt du, was gerade passiert ist? Wir hatten eine Streak von 16 Mal hintereinander, dass wir als erstes Duell starten und haben jetzt das erste Mal den Spaß verloren. Ich sage ja, das mit Kaiba, das ist mehr als persönlich. Ja, wir machen es jetzt... nimmt schon Tendenzen an. Ja, nur ganz kurz. Okay, welche Seite nehmen wir? Was sagst du, sollen wir die normale Seite nehmen? Weil jetzt können wir das erste Mal die Seite wählen. Oder sollen wir jetzt mal seine Seite übernehmen? Da es Kaiba ist, übernehmen wir seine Seite. Aha, okay. Wie gesagt, es ist persönlich. Dann machen wir das Ganze auch mal so. Schauen wir mal nach, was wir alles an Monstern mitnehmen können. Wir haben hier, okay, es gibt eine Begrenzung mit 999. Im letzten Duell konnten wir frei wählen mit unendlich MP. Und da haben wir auch den 1000 Drachen auf den maximalen Level, Level 9 gebracht. Schauen wir uns mal durch. Wir müssen auch nämlich aufpassen, da wir eben nicht die meisten MP haben. Wenn dir ein Monster ins Auge fliegt, kannst du ruhig was dazu sagen, ob wir es nehmen sollen oder nicht. Was ist mit unserem kleinen gelben Kamikaze oder wie auch immer er heißt? Gibt es den noch? Ja, den gibt es, den habe ich aber jetzt nicht mit, weil wir haben eben das Windattribut, wo wir meistens jetzt nur die Wind- und Feuermonster mitnehmen werden. Aber wir nehmen auch mal ihn mit und schauen, was wir mit den restlichen 300 anstellen können. Wir können das neue Monster probieren, welches hier in dem Fall der doppelköpfige Behemoth wäre. Den Zeitzauberer könnten wir gebrauchen. Und mit 145 kennen sich noch zwei Monster aus. Wir sollten etwas Finsternismäßiges mitnehmen. Obwohl Licht für seine Lichtmonster wäre gar nicht so schlecht. Und noch ein Finsternismonster, da nehmen wir aber nach einer Ewigkeit auch mal den Arm von Exodia mit.
Den rechten oder den linken? Ich habe jetzt nicht geschaut, welchen wir genommen haben. Ich habe jetzt nur den mit dem höheren Level einfach genommen. Wir werden auch schauen, uns gleich so zu platzieren, um schnellstmöglich rüberspringen zu können. Da haben wir ihn einmal hier. Es gibt auch die Möglichkeit, von außen dann komplett reinzugehen. Wie du siehst. Also, wir müssen einmal eine Fokusplanung festsetzen. Die Fokusplanung. Wir locken ihn von einer Seite und von der anderen Seite wird er beglückt. Die Niederlage. Naja, vielleicht hören Kinder zu, deswegen. Ah, die doppelte Niederlage, die du damals gefressen hast, im absoluten Finale sitzt noch immer tief. Das hört sich zumindest so an. Von der Niederlage kann ich nicht viel sagen, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber die eine Niederlage, die hat gezählt für 5. Ja, ich erinnere dich noch gerne noch einmal daran, du hast 2-mal verloren gegen ihn. Also ich habe mich definitiv so gefühlt wie Kaiba in der ersten Folge von Yu-Gi-Oh!, als er von Exodia eine abbekommen hat. Ah, das ist ja mal eine schöne Beschreibung. So ein bisschen als Vergleich. Ja, ich bin mir halt nicht sicher. Es gibt auch hier in dem Duell möglicherweise die Chance auf ein Special-Duell, wo ein besonderes Monster dabei ist. Welches das aber ist, habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber er darf mal starten. Und du, mein Freund, weißt nicht, wie lange ich auf dieses Duell warte. Das ist geil. Aber mal schauen. Vielleicht. Das Einzige, um das noch einmal kurz anzureißen, weil du gemeint hast, Special Monster. Das einzige Special Monster in diesem Duell werde ich sein. Okay. Das ist ja mal eine große Ansage. Das heißt, du stimmst ihm jetzt zu wahrscheinlich. Alle Mittel sind recht. Okay. Wir schauen mal, was wir alles beschwören können, was die meisten AP auch bringt, um uns schnellstmöglich bewegen zu können. Weil im nächsten Zug hat Kaiba so ziemlich alles beschworen. Und da müssen wir eben jetzt die passende Rückantwort haben. Die Exodia-Hand bringt viel. Ja, das heißt, die Exodia-Hand kommt raus. Der Arm. Und der hier. Der ist übrigens ein Special-Monster, falls du es nicht weißt, Patrick. Den gibt es im normalen Spielverlauf nicht. Den habe ich gegen Mokuba gewonnen. Yugi, you disappoint me. Also, ich fühle mich jetzt... Sein Bruder hat mich auch enttäuscht, ja. Und es wäre nur eine Ironie, wenn er von dem Monster seines Bruders geschlagen wird. Uiui. Aber wir wollen uns nicht zu sehr fixieren auf diese Taktik. Ich würde mal sagen, machen wir es wie beim Fußball. Okay. Lassen wir ihn kommen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht nach hinten losgehen, aber das werden wir jetzt noch sehen. So, jetzt überlegen wir mal. Schauen wir uns mal seine Monster an. Naja, monstertechnisch hat er auf jeden Fall starke Monster. Hier hat er zum Beispiel den Richter, so heißt er, glaube ich, auf Deutsch, oder? Oder der Vollstrecker, eins von den beiden. Vollstrecker. Vollstrecker. Ich glaube im Anime... In der Serie heißt der Richter. Ja, ja. Aber als Karte ist es der Vollstrecker. Stimmt. Was er mit einem 2200 Angriff vollstrecken will, weiß ich nicht. Wir werden es aber jetzt so machen. Wir werden unsere Monster mal splitten. Sprich, die drei nehmen wir auf die äußere Seite, um jederzeit auch reinkommen zu können, weil der wird versuchen, quer drüber auf unsere Seite zu kommen. Ja, und wir brauchen sicher ein Kanonenfutter. Ja, das werden wir auf jeden Fall finden. Meistens ist es dann immer das schwächste Monster. Es kann durchaus eben die komische Fledermaus da sein. Oder vielleicht auch der Zeitzauberer. Aber wir haben jetzt mal alle AP aufgebraucht und somit ist Kaiba wieder dran. Die Idee gefällt mir auch vom Kanonenfutter, dass das das Monster seines Bruders ist. Ja. Es ist eine Überlegung wert, ja. Was werden wir jetzt mal sehen? Wie hat er seine Monster bewegt?
er kann dann reinkommen. Hier schafft er es nicht rüber. Er hat auch viele Erdemonster. Die Sache ist halt bei den Erdemonstern, die können meistens sich nicht sehr weit bewegen. Und hier können wir, glaube ich, auch noch Stromschläge fressen. Das ist natürlich nicht gut. Er kann diagonal angreifen und er genauso. Das heißt, wir könnten uns quasi hier hinstellen, um mal ihm den Weg zu blockieren. Und schauen mal hier hin. 1, 2, 1, 2. Du musst mir halt schon sagen, wenn du jetzt irgendwas auf die Schnelle siehst oder ich etwas übersehe, dass du mir in der Sekunde eventuell weiterhelfen kannst. Weil es ist schon öfters passiert, dass ich ein Monster übersehen habe und das mal falsch platziert habe. Das wundert mich nicht, aber belassen wir es mal dabei. Ja, es ist ja noch immer besser, als wie das Kaiba im absoluten Finale vom Spiel ein Symbol zerstört. Das hat eine andere Hintergrundgeschichte, die ich jetzt hier nicht näher erläutern werde. Aber ja. Ich glaube, ja. Ich habe das übersehen. Ich werde mit 1000 Drachen da nicht rauskommen können. Siehst du das? Er hat doch Flügel, oder? Dann soll er sie bitte verwenden. Ja, das spielt sich nicht. Aber gut. Wir sind fertig mit dem Zug und Kaiba darf ran. Oh, was? Jetzt hat er sich auch ziemlich defensiv gehalten. Aber er weiß, dass ich gegen ihn spiele. Naja, jetzt können wir uns wenigstens rausbewegen. Das heißt, wir gehen mal weiter mit dir nach außen und der Exodia-Arm hinterher. So können wir uns dann noch... Den 1000 Drachen da daneben platzieren, ja. So. Ich würde die Monster jetzt aber auch nicht wegbewegen von da, weil er kann uns derzeit auch mit niemandem angreifen und ich würde ihn mal auf uns zukommen lassen. Genau das, was ich vorher gesagt habe. Okay. Mal schauen, was er zu bieten hat. Er hat auch lange nichts mehr gesagt. Was wird das, wenn es fertig ist? Ich glaube, ich hatte das Problem auch schon gegen Rex Raptor. Wo er einfach seine Monster nicht bewegt hat und das hat mich ordentlich abgefuckt. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja. So. Mit ihm können wir noch eine Spur nach draußen gehen, aber ich würde den Zug einfach so beenden und mal abwarten. Obwohl, 1, 2, 3, er schafft es nicht mehr rüber. Wir sollten dennoch kompakt bleiben. Ja, das kann aber auch nach hinten losgehen mit gewissen Spezialfähigkeiten. Vor zwei Parts gegen... Nur vor Gott auf die Knie, mein Freund. Aber ja. Too bad, Yugi. Now I've got a stranglehold on victory. Okay. Jetzt beginnt der Spaß, jetzt kommen auch die Monster raus. Ich glaube, das war jetzt eher so vorgesehen, weil es vom Spiel gelockt ist, wann er seinen weißen Drachen spielt. Dass er jetzt quasi bis dahin defensiv spielt oder er macht es auch von Haus aus. Das ist jetzt die Frage. So, was steht hinterm weißen Drachen? Ein Monster, was weit gehen kann und weit angreifen kann, aber es dauert lange, bis der zu uns kommt. Genauso auch mit dem weißen Drachen, welcher 590 Angriff und 179 Defense hat. Das ist viel. Das ist sehr, sehr viel. Ich würde aber noch immer weiterhin warten, aber mit denen können wir uns langsam vorbewegen. Die Frage ist halt die, hier sind wir in einem 3 gegen 1, das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Das könnte ich dich auch fragen, mein Freund. So, Moment. Gehen wir mal zurück. Wo ist der Arm von Exodia? Der ist hier. Der greift diagonal an. Genau, 2. Ich würde den Zug... Also ich würde Folgendes jetzt machen.
Ich würde einen Schritt nach vorne mit ihm gehen, damit ich eben den Arm von Exodia genau hinter ihm platzieren kann. Ist ein Plan, ja. Und mit dem Rest würde ich einfach abwarten jetzt. Weil eine Gelegenheit zum Angreifen haben wir nicht wirklich. Und solange er hier drüben steht, können wir auch nicht wirklich was machen. Bei dem Monster ist halt die Sache, dass wir nur ein Feld nach vorne angreifen, aber dafür vier gehen können. Deswegen habe ich die auch hintereinander hingestellt, dass sie nicht in derselben diagonalen Reihe sind, weil die würden sonst nie gewisse Monster angreifen können. Deswegen stehen die beiden noch so. Okay. Naja, wenn das besser weiß, soll er es mal versuchen. Okay. Jetzt macht er seine Schritte endlich. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, das ist halt die Frage. Angreifen werden wir definitiv können. Die Frage ist nur wen. Okay, der ist außerhalb. Wir werden die... Da haben wir das erste Problem schon. Mit ihm werden wir die beiden nie angreifen können. Moment mal, wir müssen uns was anderes überlegen. Welche Richtungen kann er jetzt einschlagen? Das Monster rechts von dem... vom Vollstrecker. Der kann geradeaus gehen, 3 Schritte, 2 angreifen. Das heißt, er würde die beiden jetzt angreifen. Aber ich sag dir jetzt etwas. Wir haben ein großes Problem. Mit unserem Blast Juggler. Mit der Zeit, sei nur deine Ruhe. Wir haben ein Problem. Wir können nämlich mit dem Blast Juggler weder ihn und noch ihn angreifen. Er hat Angriff 376. Die haben wie alle viel Verteidigung hat unser Flammenschwertkämpfer? Der ist ziemlich stark in der Verteidigung. Bei ihm haben wir 165. Er würde einen Angriff schaffen, da auch viel Leben hat. Aber weißt du, was wir jetzt machen werden? Da wir den Blast Juggler am Ende eh für nichts zu gebrauchen haben werden, könnten wir, es gibt 2 Optionen, mit seiner Fähigkeit ihn selbst zerstören, aber dafür müssten wir halt einiges an Angriffen tanken, was nicht der Fall sein wird. Ich würde lieber seinen weißen Drachen mal schwächen und so quasi dann eine Basis für den weiteren Verlauf hinlinksen. Ja, wir haben 2 Varianten. Geh nochmal zurück. Okay. Wir machen entweder das oder du bewegst die rote Bowlingkugel rechts nach hinten. Nur in der Theorie. Noch weiter rechts nach hinten. Okay. Angenommen, er würde da stehen. Dann so selbstsicher und egoistisch wie der liebe Herr Kaiber ist. Ja, würde er. Ich hatte gerade einen großen Denkfehler, du hast recht. Das sind Monster, die geradeaus gehen und so weiter. Die sind nicht in der Diagonale, das heißt, wir werden sie treffen können. Okay. Das war gerade ein mächtiger Denkfehler von mir. Wir stellen ihn jetzt mal dahin und werden auch mit dem Flammenschwertkämpfer aber einen Schritt nach hinten gehen, weil es macht keinen Sinn, dass wir den Angriff fressen, unnötig. Er wird aber dennoch, wenn er sich dahin positioniert, entweder den Flammenschwertkämpfer oder unsere rote Bowlingkugel angreifen. Stimmt. Deswegen hätte ich gemeint, lassen wir ihm die Wahl, wenn er da nach vorne kommt. Okay. Das ist ein guter Ansatz. Was macht unser Zeitzauberer? Er geht diagonal und greift geradeaus an. Das heißt, das Beste wäre... Naja, wir könnten uns dann da hinstellen und genauso angreifen. Das heißt, mit ihm haben wir die Option. Wir haben auch genauso die Option mit ihm, dass wir uns dann da hinstellen und angreifen werden können. Und der 1000-Drache wird nach vorne gehen können und auch genauso angreifen können. Das heißt, wir haben jetzt mal den perfekten Zug ausgespielt. Was jetzt vielleicht noch eine Spur perfekter wäre, wenn wir nach hinten gehen, zum rechten Arm von Exodia. Wie schaut die letzte Spur aus? Also quasi links davon. Meinst der Arm von Exodia, ja, kann, wenn er nach unten geht, da nicht drüber, gell? Genau, das heißt, der muss in einer Linie hier bleiben. Okay. Bewege ihn mal nach vorne. Okay. Aber Exodia geht 2 und der dahinter geht 3. Genau. Wir können das jetzt so machen und werden uns trotzdem vorhin hinstellen. Damit wir
wenn es gut läuft, irgendwie auch nach vorne angreifen können und beenden und aber jetzt den Zug. Ich hätte gesagt, aus Prinzip, damit ich dem Ganzen meinen Stempel aufdrücke, das Symbol bewegen. Siehst du, genau das hat Kaiba gemacht. Ja, das hast du auch damals im Finale gemacht. Animation ausgemacht, letzte Sekunde hast du auch damals gemacht und das Finale verloren. Okay, da hat er halt nichts gesagt. Aber unser Monster ist noch lange nicht zerstört. Jetzt kann es lustig werden. Jetzt wird es definitiv lustig. Naja, will ich noch nicht sagen. Wir können ihn angreifen. Wie viel Schaden werden wir verursachen? 293. Moment. Wir müssen einen Schritt weiter denken, bevor du irgendwas bewegst. Ich schaue mir nur die Optionen an. Genauso haben wir auch hier die Option, dass wir mit dem 1000 Drachen sowohl ihn, welcher verdammt viel Leben hat, als auch ihn angreifen können. Der 1000 Drache ist auch sehr tanky, das heißt, wir würden da auch einen Schlag ohne Probleme überleben. Ihn angreifen ist genauso möglich. Moment, Kommando zurück. Wir schauen uns zuerst einmal seine Monster an. So, schauen wir uns den Vergiss, der ist tot. Der Vollstrecker. Ihm bleibt als Option der Flammenschwertkämpfer, wobei, wenn der Flammenschwertkämpfer einen Schritt rüber geht, ist das keine Option mehr. Natürlich, hinter wenn er sich da hinstellt und greift ihn an. Hinterm Vollstrecker haben wir, wen auch immer, der strahlt keine Gefahr aus. Er genauso wenig. Er noch weniger. Das heißt, mit wem zerstören wir jetzt sein Monster hier? Ich würde den 1000 Drachen nach vorne setzen. Okay. Sodass. Moment. Der Vollstrecker kann dann den 1000 Drachen angreifen. Das sollte auch ohne Probleme überleben, aber. Wobei, wenn wir den Flammenschwertkämpfer eins nach links bewegen, wird Kaiba nicht über sein Ego drüber kommen können und eher ein Monster von uns zerstören, anstatt dass er ein anderes schwächt. Okay. Was so viel heißt, wie wir können mit dem 1000 Drachen den Ochsen angreifen, mit der roten Bowlingkugel, den Mike Glatzkowski da in der Mitte, okay. Monster AG, hahaha, und mit dem Flammenschwertkämpfer das Ding vernichten. Das heißt, mit wem greifen wir wen an? Den Zug überlasse ich komplett dir. Okay, wir greifen mit der roten Bowlingkugel. Ja, es gibt ja nur einen zum Angreifen. Ich meine, du hättest dich auch nach vorne bewegen können und den Kampfochsen angreifen können mit ihm. Nein. Ja, auch noch eine Option. Dann warten wir mal den nächsten Zug ab. Okay, mit dem Flammenschwertkämpfer zerstören wir ihn jetzt. Richtig. So nehmen wir auch gute Erfahrungspunkte mit. Und erreichen auch das nächste Level. Die Strategie würde ich gerne auch erfahren. Was machen wir als nächstes? So, mit ihm können wir uns bewegen. Auch so bewegen, nur dass du Bescheid weißt. Er bleibt dort, wo er ist. Okay. Wir gehen einmal wieder runter zu seinen Monstern, um das jetzt noch einmal gegen zu checken. Er geht gerade gerade diagonal an, das heißt, er würde den Zeitzauber erwischen. Er wird ihn erwischen und könnte hier einen 1000 Drachen erwischen, wenn er sich hinstellt, wobei er dem 1000 Drachen effektiv maximal 20 Schaden machen würde. Er würde mit ihm niemanden erreichen und mit ihm genauso wenig. Okay, wir platzieren dieses doppelköpfige Ding da schräg nach vorne um 1. Hierhin. Richtig.
Okay. Der Tausenddrache wandert nach vorne. Und greift an. Genau. Und macht aus dem... Achso, der ist schon ein Ochse, da kann er nicht mehr viel machen. Der Zeitzauberer? Der zaubert da im Mittelfeld wie Maradona zu Lebzeiten und bleibt dort stehen. Okay. Passiert was mit der Seite hier? Nein, nein, die Seite ist auf Urlaub. Okay, also beenden wir den Zug. Wir beenden den Zug. Mal schauen. Don't cry. This will soon be over. Für wen ist die Frage? Was sagst du dazu? Das werde ich jetzt nicht kommentieren, weil da müssten wir was zensieren. Er hat den Flammenschwertkämpfer nicht vernichtet. This duel is not in my favor. What can I do? Also da stimme ich Yugi jetzt überhaupt nicht zu. Bis jetzt läuft es ja ziemlich gut. Und ich frage mich, warum er den Flammenschwertkämpfer nicht besiegt hat. Es kann durchaus sein, dass er so einen hohen Verteidigungswert hat, dass er ihn nicht hätte besiegen können. 169... Es wäre sich nicht ausgegangen. Okay. Gut. Ihn müssen wir zerstören. Gehen wir mal zurück zu den anderen Monstern. Zurück, also von Kaiba. Von Kaiba. Okay. Rechts unten. Und gehen wir das mal durch. Nach vorne wird er nichts erwischen können. Er kann sich auch, glaube ich, geradeaus nicht hier durchbewegen. Das heißt, der steht vor einer Wand. Okay. Das heißt, er kann nur hier drei Schritte nach vorne gehen und zwei angreifen. Sprich, ist nur hier die Problemzone. Gut. Gut. So. Wie bewegt sich nochmal unsere schöne kleine rote Bowlingkugel? Die geht diagonal. Ich glaube, die sollte sogar den Kampfochsen da hinten erreichen können, würde aber dann einen Angriff in Kauf nehmen. Und mit 383 zu einer Defense von 180 sollte er, glaube ich, einen Schlag tanken können. Genau. Haben wir irgendwelche Benefits von dem Platz? Haben wir nicht. Defense plus minus, das ist gut. Dann stellen wir ihn dorthin. Und greif noch an. Natürlich. Wir stutzen dem Ochsen die Hörner. Okay. So. Natürlich, der greift diagonal an. Wer genau? Also, hier haben wir halt jetzt die Option. Wenn wir es schaffen würden, irgendwie den Vollstrecker jetzt zu vernichten, könnten wir quasi mit ihm einen Schritt nach vorne gehen und ihn zerstören. Aber da der so viel Leben hat, wird daraus nichts. Moment, wo ist der weiße Drache? Der spielt defensiv in seiner Ecke. Moment, Pause. Okay. Zurück. Tausenddrache soll er mal Platz nehmen, der fliegt zu viel. So, was macht unser Zauberlehrling? Er könnte diagonal gehen und entweder als Kanonenfutter hier dienen, um in dem Fall den Angriff auf ihn nicht zu riskieren, quasi um ihn abzublocken, und oder könnte den Vollstrecker hier angreifen. Er soll den Vollstrecker von dort angreifen, ja. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Der nächste Angriff, wahrscheinlich mit ihm. Korrekt. Okay. Und was machen wir mit dem Tausenddrachen? Wir gehen einmal nach unten und greifen den Kampfochsen an, schätze ich mal. Richtig. Okay. Und zerstören ihn sogar. Da wäre es sogar besser gewesen, wenn wir es so gemacht hätten, dass eben ein anderes Monster ihn zerstört. Weil Erfahrungspunkte bekommt das jetzt keiner mehr. Das ist schon klar, aber wir verfolgen einen größeren Plan. Okay.
Mit ihm können wir jetzt nichts machen. Nichts würde ich nicht sagen. Willst du weiter nach vorne gehen? Wir gehen einen Schritt rechts nach hinten. Ganz sicher? Genau. Ganz sicher. Passiert was mit der Seite? Na, die ist immer noch auf Urlaub. Okay, das heißt... Oder Zeitausgleich, je nachdem. Das heißt, wir beenden unseren Zug. So ist es. So sei es. So sei es. Wie er das jetzt noch schaffen möchte, ist mir ein großes Rätsel. Ja, also Einbildung ist auch eine Bildung. Aha. Dass es keine Weiterbildung ist, ist leider noch nicht im Hause Kaiber angekommen, aber... My monster's not beaten yet. Noch lange nicht, das sollte es auch komplett überleben. Die Frage ist, kann er den Zauberer vernichten? Nein. Nein, ich habe mir die Stats gemerkt. Okay. If this keeps up. So schlimm ist es ja nicht. Wow, die Prinzessin traut sich aus dem Schloss heraus. So, brauchst du jetzt noch Hilfe oder verstehst du, warum wir auch den da hinten einen Schritt zurück bewegt haben? Das ist gar nicht so schlecht. Okay, wir werden es aber so machen und ihn dann auch zerstören mit... Wie hast du ihn genannt? Mike Laskowski? Nein, Mike Laskowski haben wir schon zerstört. Ah. Das ist die rote Bowlingkugel. Die rote Bowlingkugel. Wen vernichten wir aber? Wir werden ihn zerstören. Das war ein gut durchdachter Zug. Props to you. Ja, also Kaiba hätte ein bisschen... Moment. Schauen wir auf unsere Eisprinzessin. Was macht sie? Die ist noch weit weg. Die Eisprinzessin ist der weiße Drache, aber gut. Ah, okay, dann meinst du... Anspielung auf die Serie, weil eine Frau den weißen Drachen in sich hatte in Staffel 5. Ah, okay. Gut zu wissen. 1, 2, 3, 1, 2. Die wird nichts machen können. Sehr gut. Das heißt, wir zerstören ihn und holen uns mit Flammenschwertkämpfer jetzt auch die Erfahrungspunkte. So solle es geschehen. Ah. Ich habe schon darauf gewartet, auf ein Ja, Nein, Banane. Ich will Kekse. Und... Damit hätten wir ein weiteres Monster vernichtet. Haben wir bis jetzt ein Monster verloren? Ich glaube nicht, oder? Nein. Okay. Mal schauen, ob wir das auch dabei belassen können. Ich bezweifle es halt sehr stark. Irgendein Monster werden wir verlieren. Ach nee. Also wenn du da rauskommst, mein lieber Freund, dann fresse ich nicht einen Besen, dann fange ich an, am Laptop zu kauen. Okay, mit dem Zeitzauberer machen wir jetzt auch gar nichts oder stellen uns irgendwo hin? Mit dem Zeitzauberer stellen wir uns einmal nach unten rechts. Und dann beenden wir auch den Zug oder passiert was mit denen? Sind sie jetzt zurück vom Urlaub? Nein, der Flug hat Verspätung. Ah. Okay, es bricht etwas zusammen. Solange nicht eine Pandemie ausbricht, ist alles okay. You won't be celebrating for much longer. Das möchte ich. Ich habe noch gar nicht begonnen zu feiern, mein Freund. Okay, Cocky mit dem Symbol in die Offensive und bewegt kein einziges Monster. Die Sache ist jetzt die, willst du dich bewegen oder einfach einen weiteren Zug beenden, sodass er noch einmal rauskommen muss? Nein, also ich glaube, der Flieger ist jetzt endlich angekommen. Aha, für die beiden? Ja. Okay. Moment, Crosscheck.
Mit Kaivas Monstern. Ja, okay. Wo bewegt sich die Eisprinzessin? Na, es ist die Eiskönigin. Okay. Kann dreimal nach vor, gell? Das heißt, hier werden wir sicher. Ja, da gemütlich. Der Exodia-Arm folgt. Natürlich, die sind ja ein Tandem. Passiert hier etwas? Hier hat sich jetzt auch einiges an Platz freigemacht. Moment, schauen wir mal. Also, zwei können wir auf jeden Fall machen. Meinst du zwei Schritte? Ja. Okay. Das ist noch im Rahmen des Budgets. Unser Tausenddrache fadisiert sich ein bisschen. Er würde aber... Naja, das könnte gar nicht so schlecht sein. Er würde einen Angriff entgegennehmen. Wenn wir uns jetzt hier hinstellen. Nein. Nur eins rüber, dann würde er... Nein, nicht beenden. Er würde zwei abfangen. Einmal den Drachen und einmal... Die kommt nicht dran. Rüber. Die kommt doch. Ah, okay. Gut, nein, der Tausenddrache ist im Winterschlaf. Das heißt, beenden wir den Zug? Das heißt, wir warten. Wobei, wir könnten, Moment, vielleicht unser... Was macht unser doppelköpfiges Monsterlein? Bewegt sich 4. Ja, dann bewegen wir es 4. Okay. Und damit hätten wir es für den Zug. Ja, damit wären wir mal gut versorgt. Dann schauen wir mal. Da geht er in die Offensive. Jetzt könnte es interessant werden. Und das war ein Fehler. Wir haben die Möglichkeit, ihn anzugreifen und ihn anzugreifen. Mit ihm können wir sowohl ihn und ihn angreifen. Wir können mit ihm genauso den Weißen angreifen. Und mit den beiden könnten wir den hier angreifen. Naja, dann haben wir einen Plan. Das heißt, wir gehen aber auf den Weißen komplett? Natürlich. Wir färben ihn schwarz. Die Frage ist halt nur, ob wir es schaffen, ihn mit zwei Monstern zu besiegen. Würden wir nicht hinbekommen. Aber... Das ist jetzt die Sache. Wir haben nicht gegengecheckt, ob wir es auch besiegen. Der sollte aber viel Schaden verursachen. Und das geht sich auch aus. Die Sache ist jetzt die. Einen perfekten Sieg sollten wir nicht mehr schaffen. Das ist jetzt die Frage mit ihm. 60 Schaden. Okay, der perfekte Sieg ist schon mal weg vom Tisch. Aber es hat sehr, sehr vieles überlebt. In dem Zug werden jetzt unser zweiköpfiger Behemoth und der Zeitzauberer fallen. Sind verkraftbare Verluste. Mit der linken Seite passiert da eigentlich was oder bleiben die noch stehen? Die bewegen wir einfach pro forma so weit nach vorne, wie es geht. Okay. Jetzt ist halt die Frage. Wird er nach links laufen und links angreifen? Er wird sein Symbol beschützen. Steuerst du auf sein Symbol? Ja, natürlich. Das werden wir aber nicht ohne... viele Verluste zerstören können. Weil 430 Angriff ist schon eine Hausnummer. Genauso auch mit dem Monster hier, da müssten wir mit dem Tausenddrachen jetzt angreifen. Wir locken sein Monster zum Symbol.
Wir müssen nicht ein Symbol zerstören, wir müssen ihn nur in die richtige Richtung lenken und einengen. Wir greifen mit dem beiden jetzt an. Und zerstören es auch. Du, Kaiber, wie gesagt, ich habe noch nicht angefangen zu lachen, aber... Was nicht ist, kann ja noch werden. Wir können das Symbol zerstören. Ich weiß. Die Sache ist nur, wie machen wir das, dass unser Flammenschwertkämpfer überlebt? Er würde... Der Flammenschwertkämpfer bewegt sich 4. Aber er würde 3 Angriffe auch noch tanken können. Proforma werden wir auch jetzt mal angreifen. Einfach nur, um ein Zeichen zu setzen. Ganz genau. Schaden 54. Wir können jetzt einfach legit einfach nur dastehen und würden das Symbol auch gleich zerstören können. Aber das war ja noch das leichte Duell. Wenn es dann zum absoluten Finale kommt, da könntest du dann deinen Skill unter Beweis stellen. Aber bis dahin haben wir noch einige Parts vor uns. Und greifen jetzt auch mal schön das Symbol an. Da müssen wir auch ein paar Mal draufschlagen, um es zu besiegen. Und das werden wir schon schaffen. Die Sache ist mit dem Blast Juggler. Würden wir... Das Einzige, was irgendwie ein bisschen schade ist, ist folgender Fun Fact. Wir haben leider den rechten Arm von Exodia. Und Kaiba wurde in der Serie vom linken Arm von Exodia regelrecht, nach allen Regeln der Kunst, auseinandergenommen. Hast du dir gerade nebenbei das Video angemacht? Nein, das weiß ich. Okay. Weil ich auch eine Figur von Exodia habe und diese Figur aus der linken Hand was geschossen hat. Stimmt, an die kann ich mich erinnern. Aber jetzt greifen wir noch einmal an, sein Symbol werden wir auch so blockieren, dass es... Das geht sich in dem Zug aus. Wollen wir es nicht mit Exodias Arm vernichten? Exodias Arm wird halt nicht oft genug benutzt, weil es eben nicht unserem Attribut entspricht. Wir müssen unsere Feuer- und Windmonster stärker machen. Aber jetzt sollten wir es vernichten. Und zum Ende gibt es natürlich wie immer auch die Animation. Das war ein ziemlich starkes Duell. Ich meine, okay. Also, this will finish you, Kaiba, das war nur die Vorspeise. Wer nicht so vorlaut. Mit folgendem Dessert steht noch aus. Ich habe auch schon oft genug im Vorhinein gesagt, dass ich etwas gewonnen habe oder es gewinne. Und dann ist halt die Sache gegen Odium passiert und genauso auch gegen Wheel. Aber damit haben wir das Duell gewonnen und hören uns noch an, was uns Kaiba am Ende zu sagen hat. Yes! Und seine letzten Worte kommen jetzt auch noch im Anschluss. Welche da wären? I can't believe it! I lost! Our skills were even, but my strategies were a little better. Aber nur ein bisschen was. Laugh it up because you won! But remember one thing! Don't you dare lose to any other duelist! I won't allow you to lose to anyone else after you defeated me! I promise you that we will have a rematch, a real duel for the ages! You'd better be prepared, Yugi! Goodbye, Kaiba! Letzten Worte, Patrick? Also ich habe immer noch nicht gelacht, nachdem Kaiba gemeint hat, ich habe noch nichts zum Lachen. Oder der letzte lacht am besten.
So, aber damit kommen wir auch zum Schluss. Wir holen uns die letzten Erfahrungspunkte ab und unser Flammenschwertkämpfer, der Blast Juggler und die Fledermaus erreichen alle das nächste Level. Mit ihm haben wir auch das maximale Level erreicht, was sehr, sehr stark ist. Und am Ende dürfen wir uns noch drei Monster aussuchen. Da nehmen wir auf jeden Fall den weißen Drachen mit. Ihn nehmen wir mit, da wir ziemlich wenige Erdemonster haben. Und die Sache ist halt mit dir. 175 Angriffe und so. Du könntest uns noch hilfreich werden. Aber damit hätten wir es für diesen Part. Da melde ich mich kurz aus dem Editing. Es war eigentlich nicht vorgesehen, dass wir die Runde so lange ziehen, aber das gemeinsame Spielen war dann halt mit dem ganzen taktischen Denken eine Spur länger auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch ein Special-Let daraus gemacht und ganz, ganz wichtig an die Zuschauer. Wenn euch die Kombination gefallen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare offen und ehrlich. Wenn es euch gefallen hat und ihr das, also die Kombination öfter sehen wollt, ein kleiner Daumen nach oben wird auf jeden Fall auch reichen, sprich in den Kommentaren, damit ich euer Feedback sehe. Und wir uns in Zukunft überlegen können, so etwas noch einmal zu machen. Aber damit sage ich noch einmal danke an alle fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an alle, die so zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, kommentiert das Video und sagt uns, was ihr von der Kombination hält. Und somit sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann. Sag auch bis dann. Bis dann.